7. Gerade aufgewacht und auf meinem Weg zur Toilette. Ja, die ersten Schritte am Morgen tun die Füße immer noch ein bisschen weh. Ich schließe jetzt direkt mal mein Telefon wieder ins Ladegerät an, damit ich mit 100% starten kann. Ja, dann wird zusammengepackt. So. 8.20 Uhr und wir verlassen den Mangawai Pets Holiday Park. Und jetzt geht's wieder auf den Trail. Ja, 35 Kilometer sind heute erstmal geplant. Da ist ein Dock Campsite, wo wir wieder schlafen könnten. Ein bisschen Roadparts dazwischen, mit ein bisschen Straße dazwischen, dass wir dann vielleicht per Anhalter fahren können. Ja, mal gucken, vielleicht kommen wir auch weiter als 35 Kilometer. Das wäre natürlich gut. 800 Meter Straße angesagt. Dann sind wir wieder am Strand. 20 vor 9. Und wir sind am Strand angekommen. Was für ein Start in den Tag mal wieder. Und nach 200 Metern das erste Hindernis am Strand. Aber das sollte kein Problem sein. Easy. Noch 5 vor 9 und wir verlassen den Strand leider. Aber wir gehen jetzt auf den Mangawai Cliff Walkway. Und hier geht es jetzt erstmal bergauf. Da unten ist das Schild, da sind wir gerade noch vorbeigelaufen. Der Strand, über den wir gelaufen sind. Wow. Immer noch auf dem Mangawai Cliff Walk. Was für eine Natur in diesem Land. Und wieder müssen wir die Schuhe sauber machen. Fünf nach halb zehn und wir entfernen uns von der Küste und gehen wieder mehr ins Inland. Und wieder eine komplett andere Landschaft hier. Nur eine Viertelstunde später. Wir gehen jetzt hier rauf, da am Zaun entlang und den Berg wieder hoch. Und wir müssen wieder an Kühen vorbei. Und die eine, die jetzt hier vorne steht, ist gerade schon auf uns zugekommen. Zum Glück laufen sie von uns weg. Da ist das Meer wieder. Auf der Schotterstraße entlang. So, 10:55. Kommen von dieser Schotterstraße, um auf diese Asphaltstraße hier zu gehen. Aber es ist nur für 250 Meter. Und dann sind wir auf dem Lengthview Track. Und der Lengthview Track beginnt. Und wieder mal bestes Wetter für den Tag. Jetzt gehen wir eine kleine Alternativroute. Eigentlich hätten wir hier die Straße hochgemusst, aber das hört sich wesentlich interessanter an. Und es wird wieder ein bisschen naturbelassener. Und es geht bergauf. Oh, so ein schöner kleiner Flowtrail hier. Neben unserem Wanderweg. Oh, schön mein Fahrrad. Was für ein netter kleiner Pfad hier durch den Wald.
Jetzt geht's alles hier bergauf. Da hinten, da sieht man die Serpentinen, die wir gerade runtergekommen sind. 297 Meter Höhe angekommen. Da hinten ist der Ozean. Ja. Und ein Ozean rennt auch mein Gesicht herunter. Puh, das waren anstrengende 2 Kilometer. Hier werden wir jetzt Mittagspause machen. Und dieser Campingplatz hier, das ist wirklich ein Campingplatz extra für TA Walkers, für uns Wanderer. Was für ein Spot für eine Mittagspause. Oh, 12:30 und wir müssen unseren Mittagspausenspot leider verlassen und weiterziehen. Und nach der Mittagspause gleich mal wieder ein Anstieg, der die Beine ruckzuck aufweckt. So, der Kilometerzähler ist gerade auf 2600 Kilometer gesprungen. Das heißt, nur noch 400 Kilometer auf dem TA. Endspurt. Okay, ich muss mich korrigieren. Es sind noch 429 Kilometer. Jetzt ist es kein 3000, sondern 3029 Kilometer. Ja, trotzdem 2600 geschafft. Immer noch auf dem Langsview Track, aber nur noch 1 Kilometer bis zur Straße. Richtig kleines Update. Wir haben die Cullen Road erreicht. Die führt uns jetzt fast ganz runter bis nach Waipu. Irgendwie so 6,5 Kilometer. Hier öffnet sich gerade wieder die Sicht. Ja, wenn wir hier natürlich die Möglichkeit haben zu hitchen, werden wir das wieder wahrnehmen. 2:05, noch keinen Hitch bekommen. Die Straße ist jetzt Asphalt und kein Schotter mehr. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass die Cullen Road uns noch einen Hitch beschert. 2:05 und wir sind in Waipu, haben Foursquare angekommen, haben doch einen Hitch bekommen. Wie immer Glück gehabt. Ja, das artet schon fast in einen Restday aus heute. Gerade schon wieder eine kleine Pause am Foursquare gemacht. Ja, jetzt probieren wir wieder zu hitchen. Ja, es sind noch 4 Kilometer bis zum Strand. Ja, dann probieren wir noch ein bisschen Meter zu Fuß zu machen. 3:10 und wir laufen schon durch den Sand. Haben nämlich gerade dann doch ziemlich schnell einen Hitch bekommen. Ach, ich fühle mich so faul hier. Ich esse die ganze Zeit, aber laufe nicht. Naja. Ist auch noch genug. Liegt auch noch genug vor mir. Also ich kann noch genug laufen. Und da sind wir wieder. Zurück am Strand. Jetzt sind es noch 6 Kilometer. Dann sind wir in Uruakaka oder so. Das ist eigentlich der Campingplatz, wo wir schlafen wollten. Aber ich denke, darüber werden wir hinausgehen, weil wir jetzt schon hier sind. Und in einer Stunde aufhören zu laufen, macht auch keinen Sinn. Weil morgen steht ein... Ja, müssen wir den Hafen überqueren. Und da wird uns um 7 Uhr morgens... Müssen wir um 7 Uhr morgens am Hafen sein. Weil dann nimmt uns jemand mit. Dann für $20, der fährt uns dann rüber. So, am Campingplatz hier. Machen wir jetzt mal wieder einen kleinen Stopp. Gehen aber nur auf Toilette. Füllen Wasser auf. Ja, dann geht's einfach weiter. Und es ist 10:05. Nein, 10:05. Und die Sonne geht langsam wieder unter. Wir laufen hier über den Ureti Beach. So, wir sind jetzt vom Ureti Beach auf den Ruakaka Beach gegangen. Hier werden wir jetzt gleich den Ruakaka River überqueren. Ja, mal gucken, wie tief der sein wird. Ich denke mal, das wird auch wieder tief. Was für ein Sonnenuntergang wieder hier um 5 Uhr.
hier müssen wir jetzt irgendwo rüberkommen. Da ist unser Ziel. Aber der Sonnenuntergang hier zu unserem Crossing ist natürlich wieder Premium. Schuhe aus für das Crossing. Auf geht's. Aber es sieht nicht so tief aus. Tim ist ein bisschen größer, aber ja. Es sollte dann ums Zungenoberschenkel gehen. Und der zweite Teil wird auf jeden Fall was tiefer, so wie es aussieht. Aber durchaus machbar. Mal gucken, bis wir von hier gehen. Und die kritische Grenze wurde nicht erreicht. Was für ein spektakulärer Sonnenuntergang heute. Es ist jetzt 5 vor 6. Das Tageslicht ist fast weg. 6 Uhr. Wir verlassen den Strand. Da kommen ein paar Bäume raus, da wir heute unter freiem Himmel schlafen wollen. Werden wir jetzt da mal gucken, ob wir da vielleicht einen Schlafplatz finden. So, diese Nacht werde ich jetzt das erste Mal unter freiem Himmel schlafen. Ich habe mir das Zelt als Bodenplane ausgelegt. Ja, und einfach die Isomatte drauf aufgepustet. Schlafen unter diesem Baum. Da bin ich mal gespannt, wie das klappt. Und jetzt gibt es wie immer noch Essen und ich sage schon mal gute Nacht.